Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. An meinen Seiten die Navoka. Guten Tag. Der Wanma. Hallo. Und die Enno. Hey. Der Enno. Fängt das jetzt schon wieder an? Natürlich. Muss doch. Es ist übrigens, zwischen den Folgen ist nichts passiert. Nein, ja. Überhaupt. Nee, gar nicht. Deshalb stehen auch nur zwei ramponierte Fahrzeuge. Keine Ahnung, wo die herkommen. Vorhin standen vier ramponierte Fahrzeuge hier. Also ich weiß nicht, wo die zwischenzeitlich hingeflogen sind. Die Rebellen. Die haben jetzt schon zwei Autos zusammengeschraubt. Ja. Gut, dann. Aber aus den Vieren haben die Teile gemacht und zwei gebaut. Ja. Dann fahren wir mal los, ne? Ja, okay. Da vorne fahren wir nach rechts. Ich weiß, wir dürfen gleich schon ein neues Auto nehmen, weil wir auf dem Kopf. Der Straße voll. Passieren. Ja. Jetzt gleich nach links. Ja, aber. Jetzt? Ich glaube, ich habe mittlerweile Vater noch gar nichts. Viel so cool. Bei mir tauchen Autos auf. Ja, wenn du plötzlich die Augen aufmachst. Du holst jetzt bei mir nicht drauf. Nein, bei offenen. Ich glaube, das ist dein ermüdetes Auge durch die Scharfschützenaktivität. Oh Mann, das wird jetzt was den Bukat killen. Den Bukat killen? Bukat. So. Er ist halt kleiner, möchte gern Army Ranger, den kriegen wir schon klein. Einmal gerade durch auf der Straße bleiben, ist glaube ich das Schlauste. Ihr wisst doch, die Rangers sagen doch immer zu uns Seals, wir wären die Flaschen hoch 3, nur weil die besser im Nahkampf sind. Oh, hier ist schick. So, wir haben das da jetzt vor uns. Oh ja. Wir sollten vielleicht hier schon anhalten. Ja, ich sehe. Und dann rechts den Berg. Da in der Werkstatt, in die Baustelle. Vielleicht. Hier auf dem Dach schon einen Schützen. Ja. Ja, ein bisschen Berg hoch. Ein Speer. Oh, die können gut gucken. Ja, da war gerade. Da war wieder einer zwei. Mit Atlas. Ja, die sind wirklich gut. Gut ausgebildete Speer, aber das erwartet man bei Bockert ja auch. Die Sache ist, wir können hier natürlich nicht zu viel machen, weil wir wissen jetzt nicht, was in der Mine ist. Was bauen die hier ab? Silber. Das Zeug, was du auf deinem Platin drauf hast. Das Zeug, was ich auf meinem Finger habe. Was ich auf meinen Fußkappen habe, womit ich dir gleich in den Arsch tritt. Darauf stehe ich nicht so. Ich sehe einen Panzer in der Höhle. Okay, also vor der Höhle sind alle markiert anscheinend. Also ich habe geguckt, es ist keiner sonst mehr offensichtlich zu sehen. Wir nähern uns Burkhards letzter Position. Wollen wir das echt tun, Boss? Bin ich reingeflogen, muss nix. Burkhard war nicht mehr unser Bruder, ich als er also beschlossen hat, zum Kartell zu wechseln. Wenn ihr ihn seht, knallt ihn ab, ich ohne zu zögern. Ich sehe einen kleinen Unterstand auf dem Felsen. Da würde ich mich mal kurz positionieren. Ich sehe noch einen Tango, da kommt jetzt. Ah, ne, das ist Reaper, ich dachte schon. Ich hatte nur was in der Entfernung. Ich bin hier der kleine Getarnte. Okay. Eins ist. Obwohl. Meint ihr, die zwei sieht das, wenn die eins umfällt? Komm, ich könnte die zwei direkt erledigen. Und ich könnte die drei jetzt erledigen. Enno, kannst du die eins? Bin gerade auf dem Weg dem Felsen hoch. Die müsste aber jetzt schnell gehen, weil die 3 verlässt gleich wieder meinen Schussradius. Bin oben. Ja, die 3 kann ich aber im Schussradius behalten. Hab 1 und 2 im Visier. Okay, Enno 1. Ich hab alle 3 im Visier. Wamba 2 und Reaper 3. Im Visier. Okay, 3, 2, 1, Feuer. Der Tango ist hin. Erledigt. Vorrücken bis zum Tunneleingang. Okay.
Okay. Habe ich auch Vorräte markiert? Wie weit bist du in den Tunneleingang reingegangen? Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollen von den Rebellen verdienen. Dings, gespielt um die erste Kurve. Okay. Zur Not hätten wir einen Panzer, mit dem wir noch Feuerschutz geben können. Da kommen wir aber nicht in den Panzer, rein, ja, in den Tunnel rein. So, wir haben ja auch einen Helikopter, vielleicht kommen wir damit da rein. Ja, klar. Habt ihr die Vorräte in den Häusern genommen? Ich hab sie vor den Häusern genommen, nicht in den Häusern. Okay, dann machen wir die auf dem Rückweg. Wichtigeres. Eine Sache, ich muss jetzt einmal noch mit der Drohne gucken, die hat nicht so eine weite Reichweite. Was für ein Training macht Burkhardt hier? Das erste, was ein Sicario-Rekrut lernt, ist, einen Menschen zu töten. Sie holen Gefangene her und lassen sie von Rekruten mit Hämmern oder Macheten bearbeiten. Stopp! Achso, ne, es ist die einzige, die markiert ist. Manchmal kleine Kinder. Alles in Ordnung. Die Rekruten müssen sich selbst dran. Ein... Der hat ein montiertes Geschütz. Okay. Ist der allein? Ne, die zwei siehst du doch noch. Ich hab beide im Visier. Ich hab die eins. Ich hab die zwei. Moment, ich gehe auf Enders Position, ich hab auch die eins. Okay. Dann 3, 2, 1, Feuer. Abschuss bestätigt. Vorsicht, Tunneleingang links. Genau, da ist noch ein Seiteneingang. Da steht eins. Wieder einer am Geschütz. Ja. Der hat sich wiederbelebt, glaube ich. Puh. Im Tunnel sehe ich gerade keinen auf dieser Höhe. Da hinten ist noch eine weitere Person, die hat das aber nicht mitbekommen. Die jetzige eins. Ihr könnt bis zu dem Geschütz vorrücken. Landen. Ist halt schwer zu sagen, ich schätze mal. Ja. Du musst sagen, wenn du nachrücken musst, ne? Eins ist mit dem Rücken zu uns. Geht tiefer in den Tunnel rein. Den könnt ihr ausschalten, wenn ihr ihn kriegt. Ausgeschalten. Dann fliege ich den Tunnel einmal zum Ende, aber ich sehe nichts. Dann wahrscheinlich in die andere Richtung eher. Ich sehe hier direkt doch ein. Wo denn? Der ist nicht markiert. Der steht direkt vier Loren vor mir. Du bist höchstwahrscheinlich in dem falschen Gang abgebogen. Ja, ist in den anderen Gang. In welchen sollte ich rein? Hier ist noch ein Seil. Geradeaus. In den großen. Ja, bin ich. Nein. Der ist groß. Nein. Wann war es in dem anderen Tunnel? Da sind zwei Leute, mindestens. Ne, da sind sogar noch mehr. Ja. Geht einmal zu, wann war. Achtung, die Eins kommt auf dich zu. Wir sind wahrscheinlich jetzt. Schieß, wenn nötig. Schieß. Da kommt ihr von. Okay. Vom Rücken aus. Das haben die gehört, aber ich hoffe, ihr habt es gesehen. Sie haben es nicht gesehen. Reaper, wann? Ja, wir sind in der Wir kommen uns von. Wir nähern uns von hinten. Kann die zwei halt nicht gut treffen. Okay. Vorsicht, Kreuzung. Zur Not hat die zwei ein explosives Fass. Echt keiner. Also hab die vier im Visier, steht mit dem Rücken zu mir. Warte, ich schieß. Eine unmarkierte Person hinter der vier. Ich kann die zwei eigentlich relativ schnell treffen, vielleicht sogar. Steht da rechts. Hinter. Dann schalt die zwei aus, wenn du kannst, Wanwa. Enno, bist du bereit für die vier? Ich muss halt dafür aufstehen. Ja, ich hab die unmarkiert. Auf die vier. Okay, jetzt. Der Tango ist drin. Jetzt. Sehr gut. Ja, den hast du aber nicht so doch nicht. Okay, du kannst vorrücken, Wanwa. Irgendwo war doch noch einer. Sie haben die Explosion halt gehört. Ich werde lieber das Licht ausmachen. Wenn du weiter vorrückst, dann bist du wieder bei Reaper und Enno. Ah ja, ich sehe sie da hinten, ja. Okay. Ich werde einmal zu euch hinterherkommen. Ich kann sonst mit der Drohne nicht mehr. Hier kommen irgendwo aus dem Seitengang Gegner raus. Wir müssen jetzt erstmal Stellung halten. Ja, haltet die Stellung, ich komme hinterher. Wieder zum Eingang. Bleibt, wo ihr seid. Aber denk mal. Geht's dir gut, Enno? Mist, Seitengang! Ja, halbwegs gut. Ich flieg schon mal mit der Drohne zurück. Noch nicht nötig. Noch nicht. Komm mal nicht. Falsche Drohne. Wurde ich decken. Okay, ich bin bei dem Mann. Wir rücken fort zu Reaper. Ich sehe hier nur Explosionen, das ist gar nicht gut. Da ausgeschaltet. Oh, das Seitengang sieht gut aus. Von überall kommen. Von hinten. Was?
Ja. Wow. Ja. Danke. Puh, das hätte mir den Arsch kosten. Ja, wer ist denn jetzt hier? Achso. Ich bin bei dir. Nein, nein, alles gut. Es waren hier gerade nur irgendwie war hier eine Person zu viel. Wir rücken jetzt gemeinsam vor. Der Tunnel geht zu tief runter. Nein, nein, das war jetzt auch in Ordnung. Wenn die Tarnfelder machen die Wärmebildempfänger komplett unnütz. Ich sehe halt nur schwarze Personen, was halt gut ist. Und es war halt gerade einer da, den ich in Thermalsicht gesehen hatte. Das war jetzt gerade etwas, ja. Vorsicht, Seitengang. Hier ist einmal neue Munition. Hat dich zugestellt. Okay. Achtung! Oh! Der kam von der Treppe. Hol dich auf, ich halte die Stellung. Oha! Ich hab die Treppe. Mhm. Probier es gerade keiner. Auf doch, da kommt was! Hinter uns laufen welche rum, aber die sind in die Seitengänge reingelaufen. Trotzdem nicht, ja, aber gut. Nicht, aber wir müssen runter. Hier, das Problem ist, dass es hier so gefährlich, wenn jemand hinter uns ist. Weil die können ja von immer. Dann lass Enno zum Schluss gehen und der soll ein paar Minen platzieren. Oben und so auf dem Weg nach unten. Ja. Danke, das wollte ich auch gerade sagen. Entschuldigung. Nee, dann geht mal vor. Kann man hier nicht die Leiter nehmen? Immer schön unten durchs Lochgitter gucken, selbst wenn ihr Höhenangst habt. Erste Mine liegt oben. Ich habe mich mal vor dem Einsatz ein bisschen besser ausgerüstet. Ich habe jetzt doppelt so viele dabei. Oha. 6 Stück, das dürfte uns hier den Arsch gut abdecken. Oh ja. Okay, ich werde von hier aus nochmal die Drohne vorschicken. Bitte Mine. 3 Minen auf den Treppen. Finde ich irgendwie einen Generator? Und die eine ist am Geschütz. Einer am Geschütz. Oh, jetzt ist er weggegangen. Ist immer noch da. Ja. Noch ein Geschützturm, aber weiter hinten. Ich sehe Burkhard. Ziel markiert. Ja? Ziel Burkhard nicht. Aktiv auch nicht. Nee, der ist neben der 1. Ach so. Quasi zwischen 1 und 2. Dazwischen sitzt er. In jedem billigen Actionspiel würde man jetzt einen Raketenwerfer nehmen und einfach drauf zwiebeln. Mir wurde im Chat im Funk gesagt, Funk? Der rennt weg. Nee, er sitzt da. Ach so. Ja. Hinter den Kisten sitzt er. Ja, keine Kisten. Jetzt ja. Boah! Okay. So von wegen Horror. Hab ich mich erschrocken, dass der da plötzlich war. Gute Arbeit in Montauk. Burkhards Tod wird das Ausbildungsprogramm des Kartells empfindlich stören. Santa Blancas beste Truppen schaffen es nicht, den Verlust auszugleichen. Das beeinträchtigt ihre Sicherheit und bringt uns näher an El Muro. Genau. Das Kartell bestimmt schon seit Jahren, was in Bolivien passiert. Hier geht's nach unten. Nun schlagen wir endlich zurück. Oh. Weiter so. Sollen wir den Weg ausprobieren? Ich hab keine Ahnung, wo es da lang geht. Oder ist hier vielleicht noch mehr in der Mine? Wisst ihr was? Jetzt können wir die Seitengänge ausprobieren. Hoch kommt man auf keinen Fall. Dafür ist die Kante zu steil. Sieht so aus, als kommt man wieder nach oben in einen besser beleuchteten Gang. Ich guck mal, ob hier noch irgendwas rumliegt und kommen sonst vorne raus. Wir kommen wieder raus. Das ist ein kleiner Seitengang, der da an an die Rückseite des Gebirges führt. Gut versteckt. Oh, frische Luft. Ja. Okay, dann treffen wir uns am Haupteingang, oder? Ja, da müssen wir den Berg hoch. Ist noch irgendjemand in der außer mir? Ich bin da halt noch, aber ich werde auch hinten rausgehen, damit ich die Minen nicht auslöse. Vergiss du die Minen bitte auch nicht. Ja. Bin da mit Reaper? Oder kommen sie uns in die Richtung mit? Okay. Wann war? Nicht, dass du da irgendwie Probleme kriegst. Ich bin, glaube ich, aber schon lange an den Minen vorbei. Ja, okay. Vier Minen insgesamt auf den Treppen. Wenn auch. Ja, dann bin ich lange vorbei. Links! Ich höre Schüsse.
Ja. Toll. Gut, wir haben unten einiges an Explosionen ausgelöst. Klar, dass hier oben noch einiges an Truppen unterwegs ist. Ansonsten sieht das Gebiet aber eigentlich ganz ruhig aus. Hier, wenn. Oh, Leute. Ja. Hm? Hier noch jemanden? Ist noch eine Waffenkiste. Aber ich komme erstmal raus. So, ich bin am Haupteingang. Auch am Haupteingang. Ich habe ja noch irgendjemanden reden gehört. Ich muss mal aufpassen, auf dem Hügel kann sein, dass da noch irgendwo einer rumsteht. Leute? Ja? Ja. Ich komme noch mal kurz dann in die Höhle rein einmal. Mhm. Was hat er denn jetzt schon wieder? Habe ich auf dem Rückweg gesehen. Die Waffenkiste, was du sagtest. Ja, ich habe da gerade eine im Hintergrund gesehen. Bin mal in den Seitengang hier reingegangen. Ja. Moment, ist da der Trainingsraum? Da bin ich aus dem Trainingsraum rausgekommen, oder? Ja, genau, dann hier und dann rechts. Das ist. Da. Mich einfach weggetackelt hier. Ja, da hinten ist die. Das ist ein Tunnel. Hier ist eine Waffenkiste. Und, was war's? Alle wie die Gierlappen. Sniper. Eine MSR. Ach, das ist diese komische Präzision eines Chirurgen und dabei kann das Ding gar nichts. Was kann die denn? Guck mal, guck. Die ist, sorry, aber die ist schlechter als meine HTI. Du hast doch das Spitzenmodell hier. Angeber. Kann halt nichts dafür, wenn ich halt einfach das Beste der modernsten Technik bekomme. Ja. Warte mal, wart mal ein Jahr, dann ist das Ding auch wieder überholt. Ich finde jetzt gar nicht so viel schlechter. Hast du die Kingslayer-Akte hier unten gefunden, wann war? Das war ein kleines Zettelchen, ja. Okay, gut. Es lag direkt, wo wir langgelaufen sind. Okay. Oh, und unser Freund aus dem Irak hat uns eine Waffe noch hinterlassen. So, Strom sparen. Oh, naja. Erstaunlicherweise noch ziemlich hell. Reaper. Ich glaube, wir sind nicht so weit im Berg drin. Komm mal hier hinter. Hier auch schon wieder die Vögel. Auch nicht schlecht. Oder die Grillen zu. Oder die Grillen. Bauen die jetzt neuerdings Höhlen auch in Felswänden? Wer weiß. Vielleicht denken sie, da kommt gleich eine Bombe vom Himmel oder so. Also so eine Atombombe oder. Meinst du, das ist der Bunker? Der Bookhart hinterlassen hat, ist aber keine so tolle Waffe gewesen. Was hat er denn hinterlassen? Der M4-1 Tactical. Ach, das ist gut. Der nur Einzelschuss hat. Ist ja wohl kein Wunder, dass er drauf gegangen ist. Aber, ich hab ja gesagt, die Ranger glauben, sie wären was Besseres als wir Ghosts. Nur weil sie besser im Nahkampf sind. Einmal Munition. Enno sollte sich auch neue Minen nehmen. Okay. Mit Schusswaffen können die Idioten einfach nicht umgehen, da sind sie zu dumm zu. Ich vermute mal, wir nehmen den Heli. Der sieht doch ganz schnuckelig aus. Auf jeden. Ansonsten hätten wir noch einen Panzer. Ich flieg das Ding. Gut. Dann könnten wir entweder. Obwohl, wir machen das. Wir fliegen nach Südosten. Was ist denn der derzeitige Einsatz? Wir fliegen rüber nach Flor de Oro. Flor de Oro. Unten rechts auf der Karte. Wir können auch nach Koani rüber, also nach Norden. Aber ich bin gerade am überlegen, was meine Spanischkenntnisse mir da sagen. Flor de Oro, das ist irgendwas. Das Golderz.
Wir haben unterwegs aber noch Missionen hier, ne? Was? Laut PDA haben wir noch in Malka El Cardinal. Da sollen wir uns mit Bowman treffen. Und La Plaga haben wir in La Cruz. Ich glaube, La Cruz machen wir später, aber wir können gerne uns um El Cardinal kümmern. Ich meine nur, weil die wäre dann halt auf dem Weg. Ja, machen wir. Ja, das klingt gut. Richtung bleibt die gleiche. Okay, dann. Aber ich glaube, bis dahin sind zumindest, wenn wir da angekommen sind, die Speicherkarten voll. Ich glaube auch. Ja, wir sind jetzt bei 20 Minuten Aufnahme, also ich weiß nicht, wie viel die normalerweise halten. Ja. Immer nach Tagesabhängigkeit. Wir können halt gerne jetzt eben einen Speicherkartenwechsel reinhauen. Und dann, wenn wir in Flor de Oro angekommen sind, beziehungsweise nein, falsch, wenn wir beim El Cardinal angekommen sind zur Mission, können wir ja wieder Speicherkarten wieder reinsetzen. Wird ja keiner. Den Flug will ja keiner aufgezeichnet haben von unseren Chefs. Hm. Ja. Außer als Beweissicherung natürlich. Ja, aber die wollen nicht hören, wenn wir rumfluchen. Also. Alles klar, dann war's das für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns in der nächsten wieder, wenn wir dann bei El Cardinal ankommen. Wie ihr gerade gehört habt, werden wir dann irgendwo davor, keine Ahnung, landen und dann sehen wir uns da wieder. Wie gewöhnlich passiert nicht zwischen den Folgen. Nein, da passiert nie was. Schaltet bei den anderen rein, zumindest die aufgenommen haben, und lasst ein Abo da, lasst ein Like da, haut Kommentare runter und weiß der Teufel was sonst noch alles, und ich laber wieder zu viel, in dem Sinne, tschüss. Tschüss. Ciao.